Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es in meinem Video um die Zimmerhortensie. Hier könnt ihr mein Exemplar sehen. Das habe ich jetzt in den Sommermonaten noch rausgestellt. Das mache ich in der Regel immer so. Ich stelle die Pflanze so gegen Mitte Mai bis ungefähr Mitte, Ende September, je nachdem wie das Wetter ist, immer raus. Meistens sind die Temperaturen dort noch über 10 Grad. Es herrscht auch noch kein Frost und somit kann meine Zimmerhortensie hier im Topf auch keinen Schaden nehmen. Wenn ihr die Pflanze nach draußen stellt, solltet ihr euch für einen Standort entscheiden, der nicht zu sonnig ist, sondern mehr so im Halbschatten liegt, also ein bisschen morgendliche Sonne verträgt die Pflanze ganz gut, aber direkt die Mittagssonne würde sie ja nicht so gut vertragen, da würde sie eventuell eingehen oder sogar verbrennen. Achtet auch darauf, wenn die Pflanze draußen ist und wir haben eine längere Wärmeperiode, wo es nicht genug regnet, dass ihr die Pflanze auch ab und zu mal gießt. Ja, ansonsten mag die Pflanze es auch gern, wenn sie ein bisschen windgeschützt steht. Ihr könnt das hier sehen, hier bei mir im Hintergrund ist noch ein Schuppen. Da fühlt sich die Pflanze also ganz wohl. Das ist hier mehr so ein halbschattiger Platz, der auch vor Zugluft geschützt ist. Und so kann die Hortensie schön wachsen und gedeihen. Meine Hortensie ist auch gerade verblüht. Man kann das hier noch so ein bisschen sehen. Hier sind noch die alten Blütenreste. Da würde ich euch auch immer empfehlen, diese von der Pflanze abzumachen, da es sonst hier, wie in dem Fall, braune Stellen am Blatt gibt. Das habe ich leider jetzt zu spät entdeckt an meiner Pflanze oder mich zu spät drum gekümmert, muss man einfach sagen. Aus dem Grund habe ich jetzt hier braune Flecken. Das kann man vermeiden, indem man die verblühten Blüten dann einfach von der Pflanze entfernt. Meine Hortensie hat sogar zweimal dieses Jahr geblüht. Einmal im Frühjahr, da stand sie noch drin. Und jetzt sogar draußen im Garten, ganz normal mit dem Zeitpunkt der anderen Hortensien auch. Sogar noch etwas früher. Aber mittlerweile ist sie halt, wie gesagt, auch schon verblüht. Wenn sich der Sommer dem Ende neigt, kommt die Pflanze bei mir rein. Hier habe ich einen Standort gewählt, der hell ist, aber nicht direkt der Sonneneinstrahlung unterliegt, also kein Fenster an der Südseite zum Beispiel. Ich habe mich auch bewusst gegen einen Platz an der Heizung auf der Fensterbank entschieden, da die Pflanze auch gegen Zugluft oder Heizungsluft relativ empfindlich ist. Das mag sie auch nicht so gerne. Aus dem Grund steht die Pflanze hier mittig im Raum, wo halt auch noch genug Licht, Tageslicht hinkommt. Kommen wir nun zu dem Thema Düngen und Hortensien. Das ist ein ganz interessantes Thema. Jeder weiß ja auch, dass das Dünger die Blüte der Hortensie beeinflussen kann. Besser gesagt die Farbe der Blüte. Und ich mache es immer so, dass ich meine Hortensie in der Wachstumsphase dünge, in regelmäßigen Abständen von 2 bis 3 Wochen. Wenn sich aber Blüten bilden oder die Blüte schon ausgebildet ist, gebe ich keinen Dünger mehr dazu. Dann ist das sozusagen für mich die Ruhephase, wo ich nicht dünge, sondern einfach nur normal gieße. Und 2 bis 3 Wochen halt Dünger, aber nur in der Wachstumsphase. Welches Düngemittel ich verwende, verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung. Wenn das interessiert, der kann sich das gerne mal anschauen. Die Hortensie sollte auch regelmäßig gegossen werden. Ich mache das draußen eher weniger. Meistens regnet es genug oder durch die morgendliche Feuchtigkeit, durch den Morgentau, bekommt die Pflanze in der Regel genug Wasser. Außer in längeren Hitzephasen gebe ich gelegentlich mal Wasser dazu. Ansonsten, wenn die Pflanze wie jetzt drin in der Wohnung steht, gieße ich sie einmal die Woche. Sollte es etwas wärmer sein, auch gerne ein zweites Mal. Die Hortensie braucht schon etwas mehr Wasser als andere Pflanzen. Aber ansonsten könnt ihr da nicht viel falsch machen. Auch wenn man es vielleicht mal vergisst, seine Pflanze über 2 Wochen zu gießen, kann man es merken, dass vielleicht die Blätter anfangen, hier an den Rändern braun zu werden, wie vielleicht hier auch in dem Fall, wie man das sehen kann. Aber die Pflanze würde es euch verzeihen und nicht gleich eingehen. Sie ist, was das angeht, eigentlich relativ pflegeleicht. Gelegentlich bin ich mal in einem ein oder anderen Gartenforum auch unterwegs, schreibe und lese da auch mit. Und oft habe ich schon gelesen, dass die Zimmerhortensie in den Wintermonaten gerade ziemlich häufig von der Spinnmilbe befallen ist. Das liegt einfach an der Heizungsluft. Aus dem Grund würde ich euch auch empfehlen, wie ich vorhin schon gesagt habe, keinen direkten Platz an der Heizung, also auf der Fensterbank, zu nehmen, sondern die Pflanze eher im Rauminneren zu platzieren, wo halt die Luft nicht ganz so trocken ist. Und solltet ihr vielleicht sehr dolle, trockene Luft haben, würde vielleicht ein Raumbefeuchter helfen oder aber auch, dass man die Pflanze ab und zu mal mit einer Sprühflasche besprüht. Ansonsten muss ich sagen, habe ich noch nie mit Spinnenmilben zu kämpfen gehabt bei meiner Hortensie. Das liegt aber auch daran, dass die Pflanze zum Großteil halt auch von Mai bis September eigentlich immer draußen steht und da hat sie dann eigentlich über den Sommermonaten hin die besten Bedingungen und ich denke, das ist auch ein guter Grund oder eine gute Vorsorge gegen Spinnenmilben was zu machen.
Ja, und das soll es auch schon mit dem Video zum Thema Zimmerhortense gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann auch gerne meinen Kanal abonnieren. Dazu einfach hier auf den runden Abo-Button klicken und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!